freue mich. Weiter geht's mit der Haijagd. Aha. Ich habe ja jetzt auch gelernt, dass ich das die ganze Zeit falsch mache mit dem Hai, weil ich versuche immer mit dem Speer zu pieksen und auszuweichen in dem Moment. Man kann einfach den Hai auf sich schwimmen lassen können. Okay, ich schwimme da immer so ein bisschen zur Seite. Ja, das habe ich auch immer versucht, aber Hai nicht hingekriegt. Aber es reicht scheinbar auch, wenn der Hai auf dich zukommt und du in dem Moment, wo er dich beißen möchte, mit dem Speer zustichst. Nice. So. Sinn hatten wir. Oh, eine ganz andere Steuerung als bei Icarus. Oh, jetzt wird es wieder kompliziert für mich. Mal kurz wieder überlegen, wie unser Stand war. Ja, deswegen, da bin ich auch gerade erstmal am gucken. Also Nahrung, weiß ich noch, habe ich sehr viel Fisch zum Schluss gemacht gehabt. Genau, Nahrung. Wasser ist auch kein Problem, haben wir auch genug. Nahrung ist tatsächlich ziemlich cool, das stimmt. Mal schauen, ob wir dieses Regal schon haben. Nee, wir haben nur die normale Ablage. Also theoretisch könnten wir die Kisten nämlich auch an die Wände pappen, wenn wir eine Ablage bauen. Da können wir die Kisten drauf platzieren. Genau, dann könnte man sie sozusagen da drin stecken, ne? Das wäre ganz nice. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob man zwei Ablagen übereinander bekommt oder ob wir einen Fixpunkt haben an der Wand. Müssten wir mal ausprobieren, aber da fehlen Planken. Ich glaube, da haben wir auch aktuell nicht so wirklich was. Hallo Mauzi. Einen wunderschönen. Wie geht es, Mauzi? Ich bin heute... Oh, wir müssen unbedingt weiter, weil wir haben einfach keine Planken mehr, ne? Mhm. Ja, endlich Freitag, das sehe ich auch so. Ich bin heute so ultra müde, ich habe schon keine Ahnung. 6 Kaffee getrunken? Keine Chance. Das ist ordentlich. Ich war noch überlegen, ob ich noch einen Red Bull einverleibe, muss ich zugeben. Hab mal den Anker gelichtet. Aye aye, Captain. So, dürfte passen. 3 Tage nach wach. Wir feiern die ganze Nacht. So soll das dann auch sein. Das soll ja auch wirken, das Zeug. Anker gelichtet. Was ist denn eigentlich heute unser Plan? Was haben wir denn beim letzten Mal so vorbereitet? Wir hatten vorbereitet, dass wir so langsam Richtung Müllstrom erstmal. Und dann wollten wir... Ah, wir haben das Ruder noch nicht, ne? Wir können noch nicht drehen. Nee. Ja, dann würde ich sagen, wir müssen unsere erste Mission ansteuern, ne? Mach du das mit dem Ruder wieder, das ist das Beste. Bevor wir beide da rumfummeln... Okay. Ja, das bringt ja nichts. Dann fummel ich rum, dann fummelst du rum. Dann haben wir beide gefummelt und nichts hat's gebracht. Problematische ist, weil ich... Nee, wir haben ja keine Möglichkeit zu drehen. Nee. Also ich weiß... Doch. Ich glaube, wir könnten theoretisch... Also wäre jetzt bloß eine Vermutung, dass wir vielleicht drehen können, wenn du auch ein Paddel hast. Einer paddelt nach vorne auf der rechten Seite, einer nach hinten auf der linken Seite. Richtig, das wird die Devise sein. Das Fummeln bringt nichts. Auch wenn zwei Leute fummeln, bringt das nichts. Weil wir müssen nämlich genau in diese Richtung und wäre natürlich schön, wenn unsere Fangnetze in die Richtung gedreht wären. Was ich dazu sagen wollte, der Müllstrom richtet sich, glaube ich, auch in unsere Fahrtrichtung irgendwann aus.
Also da das Spiel im Endeffekt unendlich groß ist und wir in eine Richtung fahren. Ich dachte, hier ist gerade der Hai. Okay. Da wir in eine Richtung fahren, irgendwann kommt der Müllstrom wieder zu uns. So war es, meine ich. Aber Planken ist halt super geil, weil wir brauchen wirklich Planken. Ja, der Hai hat uns heute weggesnackt. Ich habe jetzt das vom letzten Mal, das ganze VOD, habe ich hochgeladen. Und dann habe ich einfach nur grob unterteilt nochmal einzelne Folgen und habe die bei YouTube hochgeladen. Ja, schön. Also schön geschnitten. Also sind tatsächlich 14 Folgen, glaube ich, geworden. Also so alle auf 20, 25 Minuten oder so. Hey, du bist namentlich erwähnt im Titel. Oh. Ich weiß nicht, ob du mit dem Ruhm und der Ehre um kannst. Oh. Da wird mir ganz kribbelig bei sowas. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass irgendwann der YouTube-Algorithmus gnädig ist, wenn ich jetzt konstant, auch wenn es nur Schnipsel immer sind, im Endeffekt, in diesem VOD, irgendwann der YouTube-Algorithmus sagt, hey, das ist ja cool, ich zeig dich mal. Schauen wir mal. Das wäre toll. Komm her, Fass. Fass. Schön vorbei. Komm zu mir. Ein Fass zum Fass. Ja, der Müllstrom ist nicht optimal, aber okay. Naja, wir sind halt auch nicht optimal. Nee. Aber du hast doch noch ein Paddel, ne? Kannst du uns nicht probieren zu drehen? Leider nicht. Die Sache ist, also es gilt halt als ein fester Fluss. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich hier auf der rechten Seite paddel, dass wir uns rumdrehen. Es ist einfach nur so, dass wir in die Richtung, wo ich paddel, der gesamte Floß lang bewegt haben. Bringt halt leider nicht ganz so viel. Das ist schade. Ja. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Naja. Deswegen war ja mein Gedanke, ob es vielleicht funktioniert. Wobei ich glaube, würde auch nicht gehen, wenn der eine auf der linken Seite nach hinten wegpaddelt und der andere auf der rechten Seite nach vorne, dass wir dadurch vielleicht diese Gegensteuerung hinbekommen. Aber ich nehme an, wir würden dann einfach auf der Stelle bleiben. Na, also wenn du noch ein Paddel mir baust oder kannst oder wie auch immer. Werkzeuge, habe ich Paddel. Insektenzeigköder. Ich paddel dir gleich ein. Paddel. Kunststoff habe ich. Mir fehlt nur noch ein Seil. Das mache ich. Das kriegen wir aber hin, wa? Fertige Seile haben wir nämlich. Also wenn es funktioniert, wir müssen exakt 90 Grad nach links drehen. Aye, aye, Captain. Okay, wo willst du? Also ich würde hier nach vorne paddeln, das heißt du auf der anderen Seite nach hinten weg. Ich sehe nicht, ob wir in die richtige Richtung... Ich glaube, da dreht sich nichts, wa? Ja, schade. Okay. Also ich guck nochmal auf das Radar, ob sich irgendwas verändert hat, aber glaube leider nicht. Oh, okay. Nee, das bringt glaube ich tatsächlich nichts. Nee, hat sich nichts getan. Aber es sind nur noch 300 Meter bis zur Insel, wo wir hin möchten. Und die ist da vorne. Und diese Insel, die ich meine. Man sieht es schon. Nein, die sehen noch nichts. Na doch. Links, hier, da. Da. Ja, oh, weil vorne nicht vorne ist. Wer macht denn sowas? Wer baut einen Floß falsch rum?
Naja, irgendwann haben wir ja ein Ruder. Irgendwann, vielleicht finden wir ja gleich ein Ruder, das wäre halt ein Träumchen. Ja, wäre natürlich optimal. Oh, einmal Bolzen, sechsmal Rott hätte ich gern. Einmal Bolzen. So, ordentlich einen Haken. Ich habe keinen Speer. Oh, shit, zu langsam. Ja, tatsächlich fehlt noch einmal Bolzen. Stolze Bolzen. Und die Bauteile. Und bevor wir losgehen, muss ich unbedingt was essen. Ja. Unbedingt. Sind wir hier fertig? Dann schmeiß ich das Gelumpe mal darüber. Da guckst du in die Röhre. Wir brauchen mal eben ein Paddel, damit wir ein bisschen schneller dahin kommen, weil wir gerade mehr oder weniger mit Gegenwind fast waren. Ei, Captain. So, die schmeißen wir einmal mit raus. Das schmeißen wir auch raus. Das schmeißen wir auch raus. Zack, das brauchen wir, das brauchen wir. Den Hammer behalten wir auch. Den Fischi behalten wir auf jeden Fall. Dann packen wir uns den Fischi noch schnell ein. Und hier. Eins, zwei, drei. Bitte trinken Sie. Du uns noch ein kleines Stück ranpaddeln? Ich habe mein Paddel in die Truhe gepackt, aber ich hol's. Achso. Nee, wenn nicht, dann Doch, alles gut. das Segel ja noch mal ein kleines Stück drehen. Wir paddeln, wir paddeln. Wir sind da, wir sind da. So wunderbar. So, Anker ist ausgeworfen. Ei, ei, Captain. So, konnte man die Sachen auseinandernehmen? Nee, ne? Weiß ich nicht mehr. Auseinandernehmen nicht, aber man konnte Sachen aufheben auf jeden Fall. Ah, hier ist was für dich für einen Stream. Oh, für ein Stream. Einmal durch, links um der Ecke. Wow. Okay. Hinweis aufnehmen. It's been weeks. Just me and Owl here now. Stuck on this platform. Sparrow took the boat. I can't figure out why. Everything is just so secretive. I mean, I don't even know their real names. I only know the team at Selene got a prototype working and they needed more people. We were supposed to be those people. And together we would find a way out of this mess. Somehow. Owl's yelling up in the tower. Maybe the radio picked up something. Ja. Wen wundert's, wa? Wen wundert's, dass wir hoch müssen? Da war ein bisschen Schrott drinne. Singleplayer über dieses Spiel aufgeregt habe bei dem Jump and Run. Ich meine, diese Aktion jetzt hier ist wirklich noch leicht, aber das Spiel ist einfach nicht gemacht für Jump and Run. Hier ist noch was für dich links. Okay. Tisch. Ein Tisch. Eine Stirnlampe, wie nice. Pinnwand. An der Pinnwand. Nice. Oh, da, Hinweis. 22nd of December.
Gut, dass wenigstens einer heute nicht müde ist und aufpasst. Ja, der eine, der heute Morgen um 3:45 wach geworden ist. Das bin ich auch. Da kommst du wohl nicht hoch, wa? Sah aber eben so aus, als würde er da hochkommen. Dachte ich auch erst, aber nö, ich glaube, wir müssen uns einen anderen Weg hier suchen. Hier. Achso, okay. Nice. Ich komme dann nochmal den gleichen Weg. Nimm mal nochmal Anlauf. Ja klar, ist doch gar nicht verlassen hier. Ich glaube, hallo, guten Tag, ich rufe mal kurz an. Die Seenotrettung. Warum jetzt ja noch weiter? Über den Wolken. Ja, er sagte Funkturm, ne? Der ist da oben. Die Satellitenschüssel oben drauf. Hallo. Der Recycler. Menschen. Hallo, Thala. Oh yeah. Hallo Thala. So, haben wir hier noch mehr Input? Also hier oben scheinen wir durch zu sein. Kommen wir hier noch ganz rauf, oben drauf, dass da was liegt? Nee, ne, nee. Hi, 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 supported. Nee, traut sich nicht. Doch, da hinten ist er. Da ist der Hai. Come on, baby. Ja. Nein, leider nicht. Metall müsste drin sein. Ja, naja, ich möchte jetzt nicht zum Fluss zurück, weil wir hier noch unter Wasser scheinbar was zum Looten haben. Weil da unten ist eine Tür. Aber noch ist ein Hai hier. Vielleicht sollten wir den erstmal wegfummeln. Dann fummel mal mit dem Hai. Ei, ei, Captain. Ich sammle so lange unter Wasser ein paar Sachen ein. Komm her. Lass dich drücken. Oh, du kleiner süßer Hai. Oh, wie gern ich mit dir kuschel. Und wie gern ich dich gleich esse. So, und dürften wir erstmal einen kleinen Moment Ruhe haben? Sehr gut. Ah, eine Sauerstoffflasche wäre natürlich nice gewesen. Ja. Aber
Was nicht wir ist. Wir schaffen es schon. Das ist halt nicht. Oh, Glas, Scharnier, schön. Hat da schon wieder einer geschmatzt? Ich hab's doch gehört. Du hast schon wieder was gefummelt, wollte ich sagen. Luft, Luft, Luft. Okay, hier hinten im Lagerraum ist aber nichts mehr. Nee, da habe ich gerade gesammelt. Hier bist du durch. Nochmal gegenprüfen. Prüfen wir gegen. Stein, Stein, Stein. Nee, da unten ist nichts weiter. Sind wir jetzt hier etwa durch? Es sieht soweit so aus, wenn ich ehrlich bin. Wir gucken mal. So ein bisschen Schrott liegt da unten noch. Das nehmen wir natürlich gleich mit. Einfach sehr viele Steine, aber kein Erz hier. Das ist schade. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall mal wieder eine Insel mit zwei Bergen und viel Erz. Ich glaube, uns fehlt mindestens eine Notiz noch. Wenn du T drückst, kannst du ja dein Reisetagebuch öffnen. Mhm. Und da ist nämlich ein Platz links oben bei Radio Tower noch offen. Ja, das könnte tatsächlich sein. Da hat er wohl recht. Da fehlt uns wohl noch was. Aber vielleicht nicht hier unten, sondern haben wir vielleicht oben irgendwo etwas übersehen. Dann gehen wir nochmal gucken, wa? Ah. Oh, du hast ihn. Nice. Tasche war's. Wir können auch unsere Palmen fällen. Soll ich mal machen? Gerne. Nice. Ach schade, man hat davon ja gar keine Samen bekommen, ne? Von der eigentlichen Kokosnuss. Na, man bekommt die nur per Zufall. Also es ist selten, aber man kriegt theoretisch Samen raus. Ja, ja, genau. Daher ist es, auch wenn man über die Fangnetze mehr als genug Planken und Palmenblätter mit der Zeit sammelt, trotzdem sinnvoll zu schauen, dass man immer die Palmen umnietet für die Samen, wenn man sie selber pflanzen möchte. Das stimmt. Das sieht gut aus. Oh, Captain, mein Captain. Der Riechheigler. Wo geht's nur hin für uns? Stirnlampe erforscht. Kann man die Baupläne nur anheften oder was kann man mit denen machen? Diese blauen? Die blauen, die kannst du nur lernen und dann war's das. Dann könnten wir sie theoretisch wegschmeißen. Bei mir im Singleplayer hatte ich es einfach so gemacht, dass ich mir eine Kiste nur für Baupläne dann gemacht habe. Okay. Dann packe ich sie erstmal hier vorne rein. Haben wir noch irgendetwas? Titan? Nee, Titan hatten wir noch nicht gefunden, ne? Nee, nee. Nee, nee. Ach, wir könnten noch mal eine einfache Batterie herstellen. Ein Kupferbarren. Und 6. Sollten wir doch eigentlich noch haben. Ja.
Und 6 Kunststoff noch. Kunststoff haben wir auch noch. Yes. Ich hatte ja auch schon überlegt, dass wir dann später, wenn wir noch Material haben, vielleicht nochmal diesen Boden hier oben rausnehmen und noch eine halbe Wand draufsetzen. Damit ja. Es hier unten nicht so beengt wirkt von der Höhe her. Dass man, weil es gibt ja auch halbe Wände, dass man vielleicht nochmal eine Hälfte nach oben kommt. Kann man machen. Hat aber natürlich jetzt erstmal keine Priorität unbedingt. Dann brauchen wir dafür gleich 4-mal auf jeden Fall Seilschrott. Haben wir in der Kiste genug? Kurz gucken. Ach, der Kunststoff fehlt noch. Ich pack die in die vordere Truhe mal was rein. Ist ganz oben in der Mitte. Ah, sehr schön. Ja, Licht. Wir haben Licht gemacht. Aber die kann man leider nicht zusammen mit dem anderen tragen. Okay. Egal.